Bei der GLS Bank ist es sehr besonders, dass sie mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken gegründet wurde. Wir haben seit 2005 eine PV-Anlage auf dem Dach. Mit Sicherheit war die Bank da ein Vorreiter. Das war leider noch vor meiner Zeit. Jetzt haben wir für die Mitarbeiter Elektroautos. Wir werden immer besser. Dämmmaterial aus recyceltem Holz. Die nachhaltigen Dübel, die gibt es auch. Wir als Bank können natürlich sehr viel im internen Bereich tun und gucken, wo wir Papier sparen können und wo wir Wasser sparen können. Das ist aber nicht das, was den großen Hebel einer Bank darstellt, sondern eine Bank vergibt Kredite. Das Geld, was wir heute einsetzen, das entscheidet über die Welt von morgen. Das heißt, wenn ich als Bank zwar noch so nachhaltig bin und Ökostrom beziehe und dann aber Kohlekraftwerke finanziere, dann kann ich nicht davon sprechen, dass ich als Bank klimaneutral bin oder dass ich als Bank besonders nachhaltig bin. Wir waren einer mit der ersten, die tatsächlich Windkraftanlagen finanziert haben. Wir haben uns mit den Kunden an diese Themen herangetastet. Da kann man dann sagen, das ist dumm, das zu tun oder naiv. Oder man kann sagen, durch diesen Mut und Pioniergeist entsteht tatsächlich Veränderung. Wir sind vor allen Dingen auch auf der Suche nach den innovativeren Projekten, die aufwendiger sind, wo andere Banken sagen, vielen Dank, ich hätte gerne das Plain Vanilla. Das Scheitern gehört bei der GLS Bank dazu. Aber allein schon, dass man Dinge mal probiert, die andere nicht probieren. Wenn ich dort Geld reingebe, dann weiß jeder, okay, der glaubt an dieses Vorhaben. Wir begleiten jetzt erste Kunden mit Wasserstoffprojekten. Wir haben eine Ingenieurin eingestellt, die tatsächlich eben dann technisch auch das beurteilen kann. Mit jeder Finanzierung, mit jedem Kundengespräch lernen wir. Immer dann, wenn etwas Neues kommt, müssen wir uns damit beschäftigen und gucken, ob wir das unterstützen, ob wir das gut finden. Und zwar in einem ganz, ganz, ganz simplen Geschäftsmodell. Wir finanzieren Grundbedürfnisse und wir geben uns Kriterien, was wir machen und was wir nicht machen. Dafür sind die Anlage- und Finanzierungsgrundsätze total wertvoll. In diesen Anlage- und Finanzierungsgrundsätzen gibt es natürlich Themen, die wir von vornherein ausschließen. Und alles, was darüber nicht abgedeckt ist, da haben wir immer noch den Handlungsspielraum. Im Einzelfall wirklich immer drauf zu schauen, ist das jetzt ein Projekt, ist das ein Unternehmen, das wir begleiten wollen oder nicht. Freitags um 10 ist immer die inhaltliche Kreditvorabstimmung. Es gibt ein Formular, Bank ohne Formular geht nicht, ne? Man trägt den Fall vor, da müssen wir angeben, wo gibt es halt einen Widerspruch. Verstößt das vielleicht gegen unsere Ausschlusskriterien? Gibt es Zielkonflikte mit anderen Zukunftsbildern? Es gibt 5 Stimmen und... Also, um ganz ehrlich zu sein, zählt Silke bis 3. Also es ist digital in der Regel. Und dann heben wir den Daumen oder senken ihn oder wir enthalten uns. Wenn es 2 negative Stimmen gibt, dann ist der Fall abgelehnt. Idealerweise kommt man 5. Positive Stimmen. Die Entscheidung ist manchmal gar nicht so einfach. Da gibt es dann viele Menschen mit vielen Meinungen, die dann auch bereit sind, dafür richtig in den Ring zu steigen und diskutieren auch. Also es ist manchmal nervig, aber es ist absolut notwendig. Wenn man nicht für die Sache brennt, wird man hier bei der GLS Bank wahnsinnig. Weil ich glaube, da wo Reibung ist, da kann auch was entstehen. Weil wenn man wirklich den Streit zulässt, dann die Argumente so gut aushandelt, dass man sich auch überzeugen lässt. Wir hatten schon Fälle, da haben wir wirklich irgendwie 2, 3 Sitzungen gebraucht. Da ging es um die Finanzierungen von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlichen Flächen, ob das sinnvoll ist oder nicht. Und da habe ich mich richtig gestritten. Es gab ja mal so die Haltung in der Bank, wir machen es prinzipiell nicht. Dass die GLS Bank die Projekte finanzieren sollte auf bereits versiegelten Flächen. Damit sie nicht in Konkurrenz zu der Landwirtschaft treten. Der einzige Grund, auf eine landwirtschaftliche Fläche zu gehen, ist, weil es da billiger ist. Und das kann nicht unser Weg sein. Dann kam eine ganz andere Situation. Es hat sich viel ergeben, es gibt mehr Möglichkeiten. Wo es auch darum ging, nochmal zu überprüfen, ist das die richtige Entscheidung gewesen? Da war es dann sinnvoll zu sagen, und jetzt schauen wir es uns nochmal an. Es geht am Ende darum, die Energiewende zum Gelingen zu bringen. Und wenn wir überall, bei allen Flächen, die wir haben, sagen, das passt nicht, dann wird uns das nicht gelingen. Wir müssen Kompromisse eingehen. Wir haben einen Kriterienkatalog entwickelt, wie wir unter bestimmten Voraussetzungen auch Photovoltaik auf Freiflächen finanzieren. Wir achten auf sogenannte Bodenpunkte. Also befindet sich die Freifläche in der Nähe von Autobahnen zum Beispiel.
Es ist so, dass man bei Autobahnen durch den Verkehr bis zu einem Abstand von 180 Meter eine qualitative Bodenverschlechterung feststellen kann. Und da macht Photovoltaik durchaus Sinn. Es ist eine liebevolle Unzufriedenheit. Also ich begegne permanent Menschen, die sagen, das reicht nicht, was wir tun. Wir sind nicht fertig, wir sind mitten im Prozess. Es kann sein, dass wir in 10 Jahren merken, hey Scheiße, warum haben wir damals so entschieden? Oder aber es könnte sein, wir erreichen die Klimaziele nicht so, warum haben wir nicht viel mehr gemacht? Und gerade in den Bereichen, wo noch nicht klar ist, kann das funktionieren oder nicht, braucht es Banken, die ermöglichen.